люли-люли, а люли-люли, спать положите вы меня. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягоду малинка, малинка моя. Калинка моя, в саду ягоду малинка, малинка моя. Сосенушка, ты зеленая, не шуми. Есть такой анекдот. Два друга разговаривают, один другому говорит: я вчера литр водки выпил. Он говорит: почему один? Почему один? С пельменями. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягоду малинка, малинка моя. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягоду малинка, малинка моя. И что, и пельмени без мяса? Нет, пельмени с мясом. С мясом? Давайте делайте мне порция пельменей. Ну, надо ручная работа. Ну, как это? Да так она и есть, ручная работа, они же сделаны уже. Пожалуйста. Спасибо большое. Что, правда, что ли? Все съели, правда. Сегодня был очень много народу. У меня что-то самая спина заболела. Было очень много народу, да. Так, слушайте, ну что съели? Вы мои синеновые, кленовые, решетчатые. Выходила молода, зоновые ворота. Выпускала сокола из проводов. И далеко на родимую сторону, на родимой на сторонке грозен батюшка живет. Он и грозен, сударь, грозен, и не милости не пускает молоду поздно вечером одну. Hallo und привет aus Kaliningrad. Ich fand, das war ein toller Besuch in diesem kleinen Restaurant. Ich war danach voll ausgefüllt mit Emotionen. Vielleicht weniger wegen dem Pelmeni als vielmehr wegen dem Personal. Einmalig. Also wenn Sie mal in Kaliningrad sind, gehen Sie rein. Es lohnt sich wirklich, die Atmosphäre zu genießen. Ich empfehle Ihnen einen Besuch bis 12 Uhr. Weil in der Zeit von 12 bis 15 Uhr ist dort ein absoluter Massenandrang. Sie müssen es mir einfach glauben, ich habe es nicht gefilmt, weil die Besitzerin mit mir gesprochen hat und sagt, Uwe, bitte nicht das Personal filmen, weil etwas spezifisches Personal zu uns kommt und die möchte ich gerne gefilmt werden. Achso, ich hatte vergessen zu sagen, haben wir gesehen, zu Anfang des Filmes hatte ich ein paar Schwierigkeiten mit dem Kameraschwenk nach rechts. Da befindet sich das Gebäude vom russischen Sicherheitsdienst FSB und die mögen es nicht gefilmt zu werden. So, gut, genug zu dem Thema. Dann wollte ich noch, weil sich einer meiner Zuschauer an mich gewandt hat, er hatte darum gebeten gehabt, ich soll doch nicht immer irgendwie diese großen, etwas teuren Restaurants zeigen, sondern mal was Einfaches. Das habe ich jetzt gemacht. Und ich soll vielleicht auch mal in die Töpfe, in die privaten Kochtöpfe von Russen gucken. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil sich nicht jede Hausfrau in die Töpfe gucken lassen möchte. Und da habe ich mir gedacht, gucken Sie einfach mal in meinen Topf. Ich selber, ich habe
keine Ahnung vom Kochen, aber vielleicht machen wir zusammen mal eine Portion Pelmeni. Gut, und dann beginnen wir damit, dass ich erstmal Pelmeni einkaufe und das, was so dazu gehört. Wir gehen mal ganz kurz in den Supermarkt, okay? Ох, да не подшиты старенькие, суди люди, суди Бог, как же я любила по морозу босиком, к милому ходила, валенки, валенки, ох, да не подшиты старенькие, валенки, валенки, ох, да не подшиты старенькие. Sie haben gesehen, was es für ein Angebot gibt. Ich habe mich so entschieden für Uralskije Pelmeni. Schauen wir mal. Die gibt es in zig verschiedenen Sorten, also mit unterschiedlichsten Füllungen. Rindfleisch, Schweinefleisch, Hühnerfleisch, auch Fisch. Ich entscheide mich in der Regel immer für Hühnerfleisch, ist Geschmackssache. Achso, noch ein Hinweis, sagen Sie niemals zu Pelmeni, ach, das sind ja Ravioli. Das würde man Ihnen übel nehmen, denn Beispiel zu Herrn Müller sagen Sie ja auch nicht Herr Meier. Weil Müller und Meier ist ja einfach dasselbe, das ist nicht dasselbe. Müller ist Müller und Meier ist Meier und Pelmeni sind Pelmeni und Ravioli sind Ravioli. So. Smetana gibt es, wie ich schon gesagt habe, in unterschiedlichsten Stärken, also Fettgehalt. Ich entscheide mich für Mittelmaß. Dann war es noch interessant, als ich in dem Restaurant Pelmeni war, dass ich gefragt wurde, wie will ich denn die Pelmeni haben? Mit Smetana oder mit Butter oder mit Öl oder mit Ketchup? Mit Ketchup? Ich war geschockt. Habe ich ehrlich gesagt zum ersten Mal gehört und ich denke mal, das ist fast ein Staatsverbrechen. Pelmeni mit Ketchup. Ketchup ist überhaupt nichts Russisches und Pelmeni, das ist Nationalstolz. Wie kann man Pelmeni mit Ketchup essen? Ich habe sie natürlich auch nicht gegessen. Pelmeni isst man mit Smetana. Alternativ eventuell mit Öl oder Butter. So, und jetzt fangen wir erstmal an, ein bisschen die Pelmeni zuzubereiten und dann erzähle ich Ihnen zwischendurch noch ein paar Kleinigkeiten. Tja, ich mache mir immer 10 Pelmenis, ist an sich für meinen Hunger völlig ausreichend. Einfacher Topf, Wasser ist schon drin und das ist der schwierigste Prozess. Gasherd an, preiswertes russisches Gas von Gazprom. So, nun können die Pelmenis erstmal ein bisschen kochen und wir schauen nochmal weiter. Als ich dort im Restaurant war, hatte ich mich dann so unterhalten gehabt und so, und ich sage, ja, ab und zu esse ich zu Hause auch mal Pelmeni, mache mir die selber. Und ich trinke immer gerne ein Glas Rotwein dazu. Auch ein Aufschrei des Entsetzens. Wie kann man zu Pelmeni Rotwein trinken? Schauen Sie mal, kleinen Moment, was ich für einen Rotwein habe. Natürlich Krim-Rotwein. Ich habe das erste Mal gekauft, probiere das einfach mal. Und mir haben da die lieben netten Köchinnen gesagt, Uwe, Pelmeni und Rotwein, das ist Dingi na vetra. Also rausgeschmissenes Geld. Ich sage, wieso, mir schmeckt das? Zu Pelmeni trinkt man in Russland nicht Wein, sondern Wodka. Ja, okay, einverstanden. Aber ich bin auch mal gerne bereit, Kompromisse zu machen. Ich werde vermutlich beim Wein bleiben, weil ich bin sowieso nicht so ein Wodka-Fan.
Aber für diejenigen, die das mal ausprobieren wollen, wenn sie hier sind, schauen Sie mal, was ich im Supermarkt gefunden habe. Gab ja früher, vielleicht gibt es auch heute noch, nur wie ich da war, war es nicht im Angebot gewesen, Wodka Königsbergskaya, also Königsberger Wodka. Und ich habe jetzt gefunden, also ob man das erkennen kann, ja, Wodka, dann steht hier oben die 39, das ist die Registrierungsnummer für die Region. Insgesamt haben wir ja 85 Regionen. Einige zweifeln das an und meinen, wir haben nur 83, aber ich weiß es ganz genau, seit 2014 haben wir in Russland 85 Regionen. Und so nennt sich dann auch der Wodka selber. 39er Region. Und der helfende Hinweis hier direkt auf dem Etikett, nicht trinken, wenn Sie hinter dem Lenkrad sitzen. Kostet umgerechnet 2 Euro die Flasche. Ich denke, es ist erschwinglich. Ach so, hatte ich noch vergessen gehabt zu sagen. Das Paket Pelmeni kostet auch rund 2 Euro. Ich mache mir da immer 4 Portionen draus. Also die Kosten für mein Mittagessen halten sich in starken Grenzen. So, gucken wir noch mal schnell rein, was die... Ja, es köchelt noch nicht. So, wir nutzen mal die Zeit, um den Krimwein zu probieren. Man sieht es an der Farbe, ist doch noch ein relativ junger Wein. Zum Wohl, probieren wir mal. Okay, es ist kein französischer Wein, es ist kein Bordeaux, es ist Krimwein. Aber vielleicht probieren Sie ihn mal, wenn Sie in Kaliningrad sind oder wenn Sie in Russland sind, damit Sie mitreden können und sagen können, was ist es denn für ein Geschmack. Für mich ist es soweit in Ordnung, es ist ein leichter Wein, mir schmeckt er. Probieren Sie ihn mal. Man sagt, dass das alles Handarbeit ist. Nicht die Smetana vorher auf den Teller tun, sondern hinterher. Tja, jetzt bin ich eigentlich fertig. Ich würde sagen, guten Appetit. Und Pelmeni mit Rotwein schmecken. Wissen Sie was? Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Die Flasche Wodka hebe ich auf und sollten Sie mal in Kaliningrad sein und Lust haben, mit mir zusammen Pelmeni zu essen, sagen Sie rechtzeitig Bescheid. Wir organisieren das in meiner russischen Küche. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und Baka und bis zum nächsten Mal.